ungefähr und schießt dann einfach. Ja, ich habe geworfen, dachte mir, hoffentlich ist es nah genug, renne an das Haus wie bekloppt und dann sehe ich, dass die Rauchgranate so 20 Meter weiter weg ist und dann dachte ich mir, ja, super, brauche ich auch nicht hochrennen. Dann habe ich geschossen, damit du denkst, damit du dich nicht getraust, hochzukommen. Ich hätte dich ja schon erschießen können, nachdem ich Milo erschossen habe. Da bist du ja am Fenster rumgegeistert. Ja, ich habe dich ja gesehen. Weißt du, warum du dich erschießen konntest? Weil ich gerade auf dem Handy auf eine SMS geschrieben habe. Und da rennst du nicht los? Nein, ich dachte, weil ich nicht gerechnet habe, dass du da wirklich da gegenüber im Haus sitzen würdest. Ja, ich habe dann Daniel gesehen, wie er links und rechts am Fenster guckt. Und dann hat er auf mein Fenster geschossen und das Fenster daneben hatte so Bretter davor. Und da habe ich ihn dann gesehen. Und dachte ich mir, ja. Jetzt schreibt mir der Admin, der Sunny, fragt jetzt nach, ob alle tot sind. Ja, sind alle tot. Wie heißt er nochmal, Doktor? Wie wird dauernd angezeigt, dass Nico das Spiel immer startet? Ja, bei mir auch. Wollen wir das jetzt als ein Part lassen, weil das war jetzt ziemlich tot langweilig bei mir. Also bei Daniel und nicht. Daniel und ich sind richtig taktisch vorgegangen. Wir hatten erst Nico gesehen und dann sind wir rechts rum die Stadt rumgelaufen bis zur Kirche und dann hinten schön gemütlich reingelaufen. Das heißt, sind doch an mir vorbeigelaufen. Dann habe ich Nico gesehen und da habe ich in den Hinterkopf geschossen, weil sie sich einfach nicht bewegt hat. Ja, die stand da schon 15 Minuten. Wie kann ich denn? Was hätte der wenigstens sagen können? Dann hätte ich sie nicht in den Hinterkopf geschossen. Three, form on me. Ich dachte mir beim Daniel so, entweder ich schieße jetzt einfach, ne, weil ich hatte bestimmt zwei, dreimal die Möglichkeit, aber ich dachte mir, na, ich kann doch jetzt nicht einfach so auf Schnelligkeit und zack, ihn einfach abknallen. Und der Sack hat einfach nur gewartet, bis er meinen Fuß sieht. Scheiß Spiel. Wieso kann ich den denn nicht antworten hier, den Doktor? Kann ich dir nicht sagen. Der ist hier auch gar nicht in der Liste. Der ist hier auch gar nicht, weil unten, ich drücke auf seinen Namen, wo er mich geantwortet hat. Und passiert nichts. Hier steht auch nirgendwo, dass ich schreiben kann. Ist auch voll witzig, dass er ihn da hingeportet hat, so ein Sack. Vielleicht ein Atmen? Er war Good Mode. Ich habe ihn in den Kopf geschossen, er ist nicht gestorben. Als er sie geheilt hat, wollte ich ihn eigentlich in den Kopf fallen. Was weiß ich? Ich hab dich ja, bevor ich dich erschossen habe, Milo, habe ich ja zweimal auf dich geschossen. Daneben, ja, oder? Ja, zweimal volle Kanne daneben gezogen. Komisch, ey, weil dieses Visier, das macht mich so kirre. Ich habe direkt auf dich gezielt und trotzdem nicht getroffen. Ja, ich habe auch gedacht, wo ich das erste Mal Nico da gesehen habe, warum ist sie in den Haus gestorben? Die Kugeln hätten treffen müssen. Rebellenhaupt-Ding? Da bin ich ja, aber hier ist der Sniper in den Türmen. Ich komme nicht an die Dinger ran. Welche Dinger? Aber wenn ich jetzt hier hinlaufe, werde ich gleich umgebracht. Ach, hier, guck mal an, hier ist Geld. Also, ich kann Geld, ran. Geld, hier Geld. Hinten. Oh, die Pintose. Jetzt kann ich wieder 4 Minuten warten. Es läuft meiner wieder so lahmarschig. Also ich kann eine Waffe nehmen. Oh, komm, ich bin mal jetzt so nett und ruf mal den Notarzt. Dann müsste doch jetzt der Admin kommen, oder? Ja, wenn du den schreiben kannst, dann sag den das PvP. Ja, wieso? Ich hab ihn jetzt gerufen. Mit dem Button habe ich jetzt gedrückt. Ach so. Dann müsste er sich doch jetzt hierher porten, so wie bei Dings und ich konnte ihm nicht antworten. Deswegen. 3, fall back. Wer jetzt hier kommt, ne? Also, hat er ja die Good Mode an, also dann kann er sich hier auch herporten, wenn er dich schon zu dir portet, so gesehen. Ja. Kann Notarzt nochmal rufen? Ich brauche Hilfe. Könnt ihr mich mal bitte wiederbeleben? Ich wollte gerade Geld aufheben, was hier auf dem Boden liegt. Und ich bin so langsam. Ah, jetzt ein kleines bisschen. Die sind hier echt auf alles. Ja, klar. Ein bisschen schneller. Die machen da keinen Prozess. Die sind da oben irgendwo in den Türen drin. Und da kannst du lange hör's suchen. Ich kann ja außerhalb landen und versuchen, den wegzusnipern da oben in seinem Turm. Aber reinfliegen in den Turm wäre natürlich schöner. Ja, aber da bringt nichts. Wahrscheinlich stirbt dann auch nicht mal. Ja, das nur ich. Weil du dort drei Türme zur Auswahl hast. Ja, der Passi. 3, return to formation. Boah, warum kommt denn hier kein Notarzt? Bei Nitro kommt er da einfach in diesen verlassenen Stadt und hier will er nicht herkommen, oder was? Ja, da ist das so gefährlich. Hier schießen hier jeden, der gespawnt. Und die Notärzte sind schon da. Echt? Ja, ja. Und was macht's?
macht er jetzt? Warum kommen die nicht zu mir und tun mich mal wiederbeleben? Die Notärzte können sie nicht töten. Ja, wenn ich da jetzt aber hinkomme, bin ich natürlich auch tot. Ja. Aber warum habt ihr denn nichts gesagt, dass sie essen ist? Ja, weil ich mir dachte, das krieg ich hin. Da hätten wir ein bisschen Pause gemacht. Wenn wir alle stehen geblieben, hätten wir gewartet, bis sie wiedergekommen wäre. Oh. Was denn? Alter Schwede. Die Helis sind aber mal richtig fett laut, ey. Ich hab jetzt erstmal meine Aufnahme gestoppt, ey, wie ich diese Toddingenskirchen hier sehen. Aus. Ja, ich stopp meine auch mal, obwohl ich bin hier mitten. Na, ich fliege ja gerade und bei mir passiert ja bestimmt gleich noch was. Oh. Irgendwas ist gerade zusammengestürzt. Beinahe wäre ich abgestürzt. Irgendwas ist hier gerade in sich zusammengefallen. Sind die Ärzte immer noch da? Ja. Warum helfen die mir nicht? Weißt du, was ich mir jetzt kaufe? Ich kaufe mir einen Raketenwerfer und fertig. Kommst du nicht hin, der bringt dich um. Bin am Händler. War passiv getötet oder gekickt worden? Ah, da wurde gekickt. Der euch die ganze Zeit erschossen hat? Ja, der passiv ist gekickt worden. Okay. Ich habe keinen Platz für Raketen, na super. Dann kann ich ja doch da landen, ne? Ja. Oh ne, ich darf noch eine Minute warten. Da ist sie wieder. Hat sie Probleme mit dem Spiel oder wieso startest du es die ganze Zeit, Nico? Ich habe die App auf dem Handy. Ach so. Und die zeigt immer an, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Ach so. Ich habe dir mal ganz gemütlich in den Hinterkopf geschossen. Gut. Aber scheinbar sind die Sniper hier jetzt weg. Ja, sie sind weg. Eine ist gekickt worden, die alle hier gekillt haben. Ja, aber hier rennen... Naja, obwohl einer wurde gekickt. Und was mit dem anderen? Ja, es war nur einer. Und Necro, als ich dich getötet habe, kam extra ein Admin an. Als Sanitäter und wollte ich wieder heilen. Also ich habe Milo getötet. Ah, super. Und Daniel also hat mich auf dem Grund des... Er hat mich aus Zufall getötet, weil ich unbedingt auf dem Handy antworten musste. Okay, irgendwer schießt hier schon wieder? Ja, ja. Echt? Die Polizei kommt. Nee, das bin ich. Mit der Polizei. Sirene. Nee, mit dem Heli hier. Boah, wie lange muss ich, dass man so lange warten muss, um neu zu spawnen? Ist ja echt schlimm. Scheiß doch auf den Sanitäter. Wo ist jetzt... Ach, da ist der Trader. Oh, jetzt kommt Daniel mit Helikopter. Jetzt bist du so laut werden. Oha. Ich hab mein Spiel schon. Tut mir nochmals wirklich, wirklich, wirklich leid, dass ich... Kein Thema. Ja, ist ja nicht so schlimm. Du bist ja gestorben, nicht wir. Daniel? Ja? Sag goodbye. Nein, das gilt nicht jetzt. Hallo? Ich denk dran, du wirst gekickt, wenn du das machst jetzt, ja. Ne? Unfaire, echt? Ja, ja. Zum Anfang war es ja ganz schlimm hier im Dings, ne? Und da haben die Admins wahrscheinlich gesagt, ja. Ich würde mal nicht auf das Ding landen, weil da spawnen ja die anderen Helis. Der Handy-Berichtigung-Scheiße, ne? Ist ja echt für... So. Mein Spiel minimiert sich immer wieder. Alles klar. So. Oh, sind 6 mit einem Blackhawk hierher gekommen? Was? Jetzt muss ich mal wieder ein bisschen lauter machen, sonst hört man die Jungs nicht. So. Hallo, ich kann euch eh nicht verstehen, ihr komischen Menschen, die jetzt um mich tanzen. Daniel, fliegst du gerade mit Heli? Nee, ich bin schon gelandet. Oh, schade, ich wollte ein paar Leute. Soll ich jetzt einfach mal ganz gemütlich was sagen? Was denn? Ich wollte nur mal euch Bescheid sagen, ihr seid zu spät. So, muss einfach mal gesagt sein. Ja, wir hatten leider ein paar technische Probleme. Achso. Technische Probleme.
Kommt ein Heli angeflogen. Soll ich vom Himmel holen, Daniel? Nein, warum? Pack denn hier einfach ihren Raketenwerfer rauf. Ich glaube es nicht. Oh, der arme Junge. Wer labert mich hier denn jetzt voll? Labert zum Knie voll, Alter. Boah, geht alle sterben, Alter. Ihr könnt nicht mal ich so was nix. Von ihr Wichser. Alter! Wow! Oh, ich bin auch tot. Scheiße, ey, da Leute, wirklich keine Absicht, waren, ohne Scheiße, es war keine Absicht. Die komplette Polizei und die kompletten Sanitäter sind Admins, die kannst du nicht töten. Das war wirklich keine Absicht. Aber wieso bin ich jetzt getötet worden? Entschuldigung, Leute, Entschuldigung, ohne Spaß, das war wirklich keine Absicht, auch wenn es so aussieht, aber es war wirklich keine Absicht. Okay, dann mache ich einen Schnitt und tschüss. Ciao.